Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Assassin's Creed Origins. Ja, weiter geht's mit der Hauptstory natürlich. Ich habe hier Memphis mal ein bisschen erkundet, mit Xenu natürlich. Und haben auch ein bisschen was freigelegt hier, zum Beispiel einen Näher für Monturen. Und hier gibt's ganz, ganz viele Geheimgänge, ich zeige euch das mal. Also wenn ihr mit Xenu hier drüber fliegt, also hier könnt ihr wirklich was entdecken. Alleine hier, ich habe schon erkundet und zack, Geheimgang, zack. Zack, Schatz. Also, wenn ihr wirklich was zu tun haben möchtet, dann macht in dem Spiel nach Memphis. Ich glaube, mehr zu entdecken gibt es in keiner anderen Stadt. Also, was ich zumindest bis jetzt weiß. Aber wir sind ja hier, um die Hauptstory zu spielen. Vorher werfen wir aber ein Blick in meine Ausrüstung, nämlich DZ Gaming hat mich gefragt, welcher Bogen das ist, mit dem man über 30 Schuss hat, aber Feuerschaden. Und zwar ist das der Todessturm, der legendäre Jagdbogen. Den habe ich bekommen bei Reda am Marktplatz. Da habt ihr immer so eine Tagesquest. Ja, und da habe ich den dann bekommen. Gut, nichtsdestotrotz, jetzt geht's weiter. Abflug. Sprich mit Asharempa. Okay, ah ja, Asharempa im großen Tempel des Tar. Gut. Na, da gehen wir doch mal hin. Wie gesagt, ich selber in Memphis habe noch nicht so viele Nebenmissionen gespielt, weil wir hatten ja jetzt eine kleine Aufnahmepause bei Assassin's Creed Origins. Denn Star Wars Battlefront 2 ist gestartet und wir sind gestartet mit dem Multiplayer. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Auf jeden Fall sehr lustig. Der Uwe ist dabei, der Maxi ist dabei. Und macht jede Menge Spaß. Natürlich kommt da auch noch die Singleplayer-Kampagne. Aber ich brauche halt etwas Zeit dafür, denn ich bin ja jetzt kein professioneller YouTuber, der das Ganze für Geld macht. Sondern ich mache das Ganze ja als Hobby und da geht eben meine richtige Arbeit immer noch vor. So viel dazu. Also, nicht verzagen, den Rob fragen, Star Wars Battlefront 2 Singleplayer-Kampagne. Kommt natürlich, vielleicht schon morgen. Bleibt einfach mal dabei, bleibt einfach mal dran. Jetzt aber zum Hauptgeschehen. Ich bin nur so lange hier, bis meine Lehrzeit als Steinmetz beendet ist. Jetzt zum Hauptgeschehen und der Herr Steinmetz mir dazwischen quatscht hier. Jetzt müssen wir in den Tempel des Tar und dort mal mit dem Asharempa reden. Hier hätten wir die platt machen können, aber die bewachen nur. Solange ich hier nichts anstelle, machen die auch nichts. Okay, Schätzchen gibt's hier nicht. Aber ich denke mal hier noch einen kleinen Durchgang, jawohl. Ja, wie kommt man denn jetzt dahin? Geh mal weg. Warum bleibst du nicht stehen? Hey! Lass mich in Ruhe. Du gibst mir die. So, hier wäre. Alles klar. Ein paar Wachen zur Seite geschubst, geht ja immer. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch!
Wie haben wir dich nur erzürnt? Hasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Hier müssen wir einschreiten. Hier müssen wir was tun. So geht's nicht weiter. Diese Echse muss aufgehalten werden. Zack. Das ist ja grausam hier. Was ist denn hier los? Haben die hier alle keinen Anstand? So, gehen wir direkt mal zu dem Haus hin hier. Und schauen mal, was der Seher... Ich denke ja mal, der Seher hat damit was zu tun. Oh. Okay. Hallo. Wachse, o Licht. Tritt hervor, o Licht. Mein Kind. Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Was denn das für einer? Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Zobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Tja, er hat nichts draus gelernt. Nichts von fremden Männern trinken. Haben wir ja schon gesehen. Bei, naja. Okay, schaut euch die letzte Folge an. Spoiler-Alarm, also die letzten Folgen. Mit der Hyäne hat's nichts zu tun, aber mit dem Skarabäus. Also schaut da mal rein, der Skarabäus. Okay, wir lassen uns die Augen öffnen, aber wie? Das ist hier Sandsturm, ich sehe ja nichts. Mann, Bayek. Lass dir besser den Mund zu. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Ist da jemand? Was ist das? Eine Art Gruft? Ja, ehrlich mal, wo bin ich hier? Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Ich lauf ja schon. So, wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal hier geradeaus.
Immerhin zum Licht. Dieser Schatten. Das ist der Seelenfresser. Okay, eine riesige Schlange. Gott, ich kann hier nichts aktivieren. O ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Alles klar, da müssen wir rüber, sieht sehr einsturzgefährdet aus. Wer ist das dort? Echt jetzt? Ernsthaft? Muss ich jetzt gegen diese Schlange kämpfen? Okay, ein Bogen, mehrere Pfeile und die Schlange. Na dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. So, du kleine Mistgeburt. Herr der Toten! Hat mich diese alte Narr vergiftet! Gut, da ist er. Okay. Oh. Neck! Gift! Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Definitiv. Ich treffe dieses Ding nicht. Okay, wo ist er? Ach, das gibt's doch gar nicht. Gut, sieht so aus, als müssten wir das nochmal machen. Ich muss mein Herz wirst du nicht verschlingen! Ich muss diesen Giftattacken ausweichen. Dreh! Beschütze mich! Boah, jetzt hat dieses Boot gewackelt. Den Pfeil habe ich versemmelt. Okay, sie macht hier rüber. Erstmal so sondieren hier. Apophis ist verletzbar! Ich nehme den Bogen! Ich fliege den Himmel damit! Dieses Gift. Dieses Gift macht mir zu schaffen. Das Boot, was schwankt. Und ich sehe dieses Mistding nicht. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Oh, jetzt bin ich auch. Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Ja, ist ja gut, Bayek. Was? Der ging vorbei? Ich nehme den Bogen! Ich fliege den Himmel damit!
Er wird schwächer. Wunderbar. Okay, kurz Gesundheit wieder ein bisschen aufheilen, aber wie? Das ist Gift. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Definitiv nicht. Muss schauen, wo ist. Oh, da bin ich aber gerade so ausgewichen. Alter, hier habe ich Glück gehabt. Zu welcher Seite ist er hingetaucht? Da ist er. So, du Seelenfresser. Ich fege den Himmel damit. Ja, Bayek, das hast du schon mal gesagt. So, voll aufgeladen. Der muss treffen. Komm schon. Der muss doch mal down gehen irgendwann, irgendwie. Tut weh, oder? So, wo bist du? Ich hab'n! Hab ich'n? Oder bin ich tot? Hab ich'n? Das war auf jeden Fall eine volle Breitseite. Der letzte Pfeil hat getroffen. Nein, da ist hier noch irgendwo. Okay. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Es geht also weiter. Nein! Warum? Okay, wo ist die Ratte? Oh, schön ausgewichen. Der hat immer noch die halbe Leiste. Warum hat er noch die halbe Leiste? Ich habe nur diesen Bogen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Okay, ein bisschen eine längere Folge heute, Leute. Ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Der hat dafür richtig gut getroffen. Ich muss aus dem Gift raus. Okay, Fräulein Ratte, wo bist du? Ach, den konnte ich nicht mehr abfeuern. Mich bekommst du nicht, Vernichter! Nein, mein Freund, gegen mich nicht. Bringen die Kopftreffer mehr oder muss ich eher woanders hinschießen? Weil das sieht mir hier so aus, als ob das nicht wirklich Schaden macht bei dem. Gebt mir mal einen Tipp, schreibt mal in die Kommentare, wie hätte ich den besiegen sollen? Du wirst den Zorn des Sonnengottes spüren. Ganz genau, da ist er jetzt wieder. Der hat richtig eingeschlagen. Ich muss auch sagen, ich habe auch richtig Glück mit Ausweichen. Ich bin die Große in seinem Auge. Muss ich ihm ins Auge? War das ein Tipp von Bayek? Wow. Jetzt ist er hier, okay. Wo bist du? Ach, andere Seite wieder. Nein, genau in den Rücken getroffen. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Ich hab das Ding aus den Augen verloren, Leute. Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit! Hier ist er. Taucht hier rüber. Kommt hier hoch. Und Kopftreffer. Alles klar, jetzt muss ich wieder aufpassen. So, ganz einfaches Schema. El Monsignore taucht hier ein bisschen rum. Taucht dann irgendwo auf. Wow. Diesmal genau hinter mir. Okay, der hat mich erwischt. Aber ich habe schon eine relativ gute Rüstung. Von daher hat es mir jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Mich bekommst du nicht, Vernichter! Wow. Na komm her. Komm. Ja, hat es dir geschmeckt?
Okay, aufpassen. Der kommt jetzt von hier drüben. Genau. Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Raus aus dem Gift! Gut, der kommt wieder von hier. So, geht er wieder weg. Ich hoffe mal ja. Das rumpelt wieder ganz schön. Ich bin die Große in seinem Auge. So, na komm schon, wo bist du? Ich den sehen könnte, wenn ich den markieren könnte. Licht bekommst du nicht, Vernichter! Ja, aus dem Gift raus, okay. Tja. Greift er jetzt wieder zweimal an? Das war knapp. Ich bin die Große in seinem Auge. Okay, wo bist du? Kleine miese Schlange. Na komm. Der Sonnengott spürt. Ja, hier ist Gift. Okay, er ist hier drüben, jawohl. Zack. So, von wo kommst du? Ich sehe immer so ein helles Licht. Ich glaube, das helle Licht zeigt mir so ein bisschen, wo er ist. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Alter! Hier ist er. Okay, so langsam habe ich's. Dennoch ist das ein ganz schöner Kampf hier. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Kleine Ratte, komm schon, stell dich. Genau, da sollst du dich stellen. Das ging genau ins Gesicht. Hier so, nein. Ich werde dich vernichten! Stirb, Seelenfresser! Hinfahrt! Schwimme die Sphäre der Launet! Eindeutig besiegt. Okay, was passiert jetzt noch? Ich bin jetzt ein bisschen paranoid geworden, dass hier überall was auftaucht, aber ich kann ja unter Wasser nicht schlagen. Gott sei Dank. Was war das, Papo? Papo? Wo zur Hölle sind wir jetzt? Vater!
Okay, die Stimme kam von hier. Das ist Kemu, das ist Bayeks Sohn. Bringst du mir das Jagen bei? Wo führt er uns hin? Senu, was siehst du? Na komm schon. Ich schieße einen Skorpion mit dem Bogen. Was für ein Albtraum. Vor allem für einen Vater, wenn er erwacht und das Kind ist wieder weg. Aber was war das für eine Schlange? Ich meine, das Gift war jetzt nicht so schädlich, dadurch meine Rüstung eben schön aufgepeppt ist. Aber trotz allem, hätte die mich ein paar Mal erwischt, wär's das gewesen. Sie sind zurück. Sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Alles klar, gut. Okay, nach diesem Albtraum brauche ich eine kurze Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin dann. Liebe Grüße, euer Rob. Du magst kein König sein, Bayek, aber du wirst Geschichte schreiben.